Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Charlie und studiere jetzt im 5. Semester in den USA als Student Athlete. Das heißt, ich schwimme für das Swim and Dive Team und mache dort gleichzeitig meinen Bachelor. So viel zu mir und dieses Video widme ich so ein bisschen dem College Athlete Alltag im Allgemeinen, wie mein Jahr als College Athlete aussieht in den USA und wie das System so ein bisschen funktioniert. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal so ein bisschen darüber an, so allgemein zu reden. Und zwar ist der College Board in den USA organisiert von der NCAA oder von der NAIA. Und ich bin in der NCAA, das heißt, ich werde auch ein bisschen mehr darüber reden. Und da gibt es drei Divisions. Einmal Division 1, 2 und 3. Division 1 ist so die höchste Liga, sag ich mal, wo auch sportlich am meisten passiert, wo auch die Besten sozusagen spielen. Dann Division 2 ist so ein bisschen das darunter. Und Division 3 ist nicht schlecht, vom Sportlichen her als Division 2 zum Beispiel. Aber Division 3 fokussiert sich halt mehr aufs Akademische, das heißt, da gibt es auch keine Sportstipendium mehr. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen 1, 2 und 3. In jeder Division gibt es verschiedene Conferences. In der Division 1 sind es so Conferences, die sich entweder regional verbinden sozusagen, sodass es dann halt drei Staaten in einer Conference sind und dann sind alle Colleges oder Universitäten, die sich in dieser Region befinden, sind halt in einer Conference und haben halt ihre Wettkämpfe gegeneinander. Es gibt aber auch so eine andere Conferences, wie zum Beispiel SEC oder Pac-12, wo dann sich eine Uni aktiv entscheidet, okay, ich möchte jetzt in diese Conference und dann ist die auch so ein bisschen übers Land verteilt. Zum Beispiel Texas und Tennessee und Stanford oder auch hier die UCLA machen das. Das ist dann so ein bisschen, wenn man sich für ein College entscheidet, entscheidet man sich auch für eine Conference sozusagen. In der Division 2, wo ich jetzt auch schwimme, da ist es nur regional. Das heißt, da sind jetzt in Minnesota sind da Unis aus Minnesota, North und South Dakota, ein paar Wisconsin, ein paar Iowa und die anderen aus den Staaten sind halt in einer anderen Conference, wo es dann halt sozusagen näher ist, dann zu Wettkämpfen zu fahren. Da haben wir dann immer Wettkämpfe gegen die anderen Unis, die eben auch in der Conference sind. Und zwar nicht nur als Schwimmteam, sondern eben die ganze Uni, das heißt auch unser Footballteam, unser Leichtathletikteam, unser Volleyballteam, halt was es so für Sportarten an unserer Uni gibt. Dann der zweite Punkt auf meiner Liste, ich habe mir eine Liste gemacht, um nichts zu vergessen, ist die Unterteilung in On- und Off-Season. Man geht immer für zwei Semester rüber sozusagen. Also ich gehe immer von September bis Mai. Mein erstes Semester, also mein Fall Semester, geht dann immer von September bis Dezember. Und dann mein Spring Semester geht von Januar bis Mai. Und diese 8 Monate sind eingeteilt in On- und Off-Season. Und für jeden Sport sind diese On- und Off-Season unterschiedlich. Also im Schwimmsport zum Beispiel ist die On-Season von September bis Mitte Februar. Und wenn man es zu Nationals schafft, dann bis Mitte März. Wenn man zum Beispiel Basketball anguckt, dann fangen die, ich glaube, im Oktober an und enden dann im März. Oder zum Beispiel Football fängt im Juni an und ist dann im November fertig. Soccer, also Fußball, hat eine relativ ähnliche Zeit, wo sie spielen aktiv. Einfach aufgrund der Wettergegebenheiten, wann man draußen spielen kann. Die haben dann zum Beispiel eine Fall-Season und eine Spring-Season. Das heißt, sie spielen einmal im Sommer, Herbst und dann nochmal im Frühling. Während der On-Season darf man mehr trainieren als während der Off-Season und während der On-Season hat man auch, oder In-Season, sorry, mein Englisch ist so schlecht, während In-Season hat man auch Wettkämpfe gegen die anderen Unis, während Off-Season nicht, beziehungsweise haben so die Turniersportarten, haben so Scrimmages, also so Freundschaftsspiele gegen andere Unis, die sind dann aber privat organisiert sozusagen und nicht so, die bringen keine Punkte. Dann, wenn ich jetzt von meinem Schwimmsport rede zum Beispiel, habe ich während der In-Season habe ich 20 Stunden die Woche Training, darf ich haben. Das ist das Maximum, um eben auch noch einen Fokus aufs Akademische zu haben und auch nur einfach auch noch Zeit zu haben fürs Akademische und nicht nur 24 Stunden am Tag zu trainieren sozusagen. Und während der Off-Season habe ich dann noch 8 Stunden die Woche Training. Und das Training ist immer so, dass ich jeden Morgen 2 Stunden, 2,5 Stunden, manchmal auch nur 1,5 Stunden, je nachdem wie unser Trainingsplan ist, Wassertraining habe. Meistens so von 6.30 Uhr bis dann 8.30 Uhr oder 9 oder 8 oder je nachdem halt. Dann habe ich Uni, ganz normal, von 9.30 Uhr, 15 Uhr, je nachdem, bis so 13 bis 15 Uhr. Zwischendurch habe ich noch eine Mittagspause
Und dann habe ich so gegen 16:30, 17 Uhr nochmal Dryland oder Weightlifting. Dann haben wir eben Weightlifting-Coach, der mit uns im Gym was macht. Oder wir haben Dryland, wo wir halt so Stabilität dehnen, so eine Sache machen oder auch einfach nur joggen. Das macht unsere normale Trainerin mit uns. Und dann bin ich so meistens gegen 17 Uhr, 17:30 bin ich dann fertig mit meinem Tag und mache dann Hausaufgaben oder chill und mache dann Abendbrot oder was man halt so an seinem Nachmittag macht. Am Wochenende haben wir sonntags immer frei. Das ist verpflichtend, dass man einen ganzen freien Tag hat. Und am Samstag habe ich dann nur Wassertraining für 2 Stunden auch. Und genau, am Wochenende haben wir auch manchmal Wettkämpfe. Manchmal gehen die Wettkämpfe auch von Freitag über Samstag. Sonntags sind eigentlich die Wettkämpfe. Und die Wettkämpfe können alles sein von 10 Minuten entfernt vom Campus bis zu 6 Stunden entfernt. Wenn man eben 6 Stunden entfernt ist, dann wohnt man in einem Hotel. Jetzt aber so ein bisschen zum Kalender, wie so mein Jahr aussieht, sag ich mal. Und zwar ist jetzt Ende August und ich fliege immer Ende August nach, zurück in die USA. Meistens so das letzte Augustwochenende und dann ist es die erste Septemberwoche sozusagen. Also um den 1. September rum ist dann Move-In für die Freshmen und Welcome-Weekend für die Freshmen. Und dann hat man, dann ist Labor Day immer der erste Montag im September. Und ja, an dem Dienstag nach Labor Day starten dann unsere Kurse. Dann haben wir als Schwimmer die erste Woche frei. Da darf man noch kein Training haben einfach, weil man sich erstmal an seinen Class-Schedule gewöhnen soll und so weiter. Und es ist auch echt schön und angenehm. Und dann habe ich eben ab Mitte September beginne ich dann mit dem Training, mit dem In-Season-Training. Und dann haben wir eben diese 20 Stunden die Woche Training. In der ersten Woche danach, direkt eine Woche Training, haben wir dann unser Intersquad-Meet. Das ist einfach nur intern, wo wir als Team gegeneinander antreten, um der Uni ein bisschen was zu bieten, wo die anderen Studenten halt zugucken können und wo wir intern sozusagen Wettkampferfahrung sammeln können jedes Jahr. Und dann beginnen eigentlich sofort unsere anderen Wettkämpfe. Also alle 2 Wochen ist ungefähr ein Wettkampf. Und Mitte November haben wir dann Mid-Season. Das heißt, da schwimmen wir dann nicht komplett aus dem Training, sondern wir haben vorher ein bisschen Pause und die Intensität des Trainings fährt ein bisschen runter. Und dann schwimmen wir einen Wettkampf, der ist 3 Tage lang mit Vorlauf und Finale, um halt schon mal dieses Vorlauf-Final-Feeling zu haben und zu bekommen und einfach schon ein bisschen Routine da rein zu bekommen, wenn wir dann in Conference im Februar das nochmal machen. Dann ist Ende November ist Thanksgiving Break. Das ist von Mittwoch bis Sonntag bei mir an der Uni. Da haben wir dann frei. Und die ganzen Amerikaner fliegen nach Hause oder fahren nach Hause, um halt Thanksgiving zu feiern, weil Thanksgiving ja total der Feiertag in den USA ist. Im Oktober, das habe ich jetzt vergessen, haben wir auch noch Fall Break. Das ist aber einfach nur im Prinzip ein verlängertes Wochenende. Im Prinzip haben wir einfach nur Freitag, Samstag, Sonntag frei. Und Donnerstag theoretisch auch. Aber wir als Student Athlete haben da eben morgens noch Training und haben danach erst frei. Das nutze ich gerne, um ein bisschen zu verreisen. Letztes Jahr zum Beispiel war ich an den Niagara-Fällen und in Toronto und es war echt schön und es war eine schöne Zeit. Und das lohnt sich einfach übers Wochenende, wenn man mal kein Training hat. Dann trainieren wir von Dezember bis Ende Dezember wieder. Manche Unis haben auch andere akademische Pläne. Das heißt, die haben dann vor Weihnachten ihr Trainingslager. Wir haben immer nach Weihnachten unser Trainingslager. Das heißt, ich habe bis zum Mittwoch vor Weihnachten Uni. Das ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, der 20. oder so. Und fliegt dann nach Hause und fliegt dann aber um den 30. Dezember wieder zurück zur Uni. Und dann haben wir ein Trainingslager die erste Januarwoche und dann fangen wir in der zweiten Januarwoche an mit unserem Unterricht. Und habe dann mein Springsemester und dann trainieren wir ganz normal und haben auch ganz normal Wettkämpfe. Und meistens fahren wir dann Anfang, Mitte Januar nochmal in die Schwimmhalle, wo wir dann Conference schwimmen werden, um dort eben schon mal ein Gefühl für die Halle zu bekommen. Und dann haben wir Mitte Februar haben wir dann Conference und vorher tapern wir. Das heißt, die 2 Wochen vorher ist halt die Intensität ein bisschen runter. Das ist auch pro Sportart natürlich unterschiedlich. Also im Bereich der Leichtathletik und Schwimmen ist natürlich ein sehr taper-intensiver Sport, sage ich mal. Wie das jetzt bei Turniersportarten aussieht, weiß ich nicht, wie sehr man da tapert oder was man da halt in Vorbereitung auf so ein Turnier macht. Wir bereiten uns dann eben auf Conference vor und schwimmen dann Mitte Februar Conference. Das ist immer ein Wettkampf von Mittwoch bis Samstag, jeweils mit dem Vorlauf und Finale und dann schwimmt halt jeder seine Strecken und es gibt Staffeln und so weiter und so fort und man sammelt Punkte und am Ende des Tages gewinnt halt jemand. Und für alle diejenigen, die die Pflichtzeiten für die Nationals geschafft haben, die trainieren dann weiter bis Mitte März und schwimmen dann dort nochmal Nationals. Das ist dann, dieses Jahr war das in Indianapolis. Und ich weiß nicht, das wird jedes Jahr woanders sein wahrscheinlich. Ich habe die Zeit nicht geschafft, von daher kenne ich mich da nicht so aus. Und für alle, die es nicht geschafft haben, was die Mehrheit der Leute ist, die haben dann ein 2-wöchiges Mandatory Break, wo man nicht trainieren darf.
offiziell mit seinen Coaches, sondern da muss man dann alleine ins Fitnessstudio gehen oder sich alleine was suchen. Und genau, dann haben wir Anfang März, die ersten Märzwochen sind dann Spring Break, also Spring Break ist so Ende Februar, Anfang März. Und da haben wir kein Training, da ja, ist eine sehr gute Zeit, um zu reisen oder auch sich besuchen zu lassen, sage ich mal so. Und dann ist das Semester eigentlich schon fast wieder rum und man fliegt eigentlich schon fast wieder nach Hause. Weil dann ist Off-Season, das heißt, wir haben dann 8 Stunden am Tag Training. Das ist dann so, dass wir meistens 3-mal in der Woche in der Schwimmhalle sind und 2-mal in der Woche im Weightlifting-Room. Und ja, da haben wir dann einfach ganz normal entspannt ein bisschen anderes Training und ja, haben halt so dieses Off-Season. Und dann ist ja Ostern, da haben wir dann nochmal Easter Break, auch ein verlängertes Wochenende, bevor wir dann den ersten Mittwoch im Mai ausziehen und unseren letzten Tag auf Classes haben und dann fliegt man nach Hause und ich habe Summer Break. Und damit ist eigentlich dann ein Jahr rum und habe dann 4 Monate Sommerferien. Da gibt es die Möglichkeit, auch Summer Classes zu machen, aber das macht dann halt jeder, ja, ich sag mal, wie er möchte oder wie es ein Stundenplan passt oder ob es notwendig ist. Und ja, das ist dann ein Jahr, würde ich sagen, als Schwimmer in den USA. Wenn ihr Fragen habt, dann freue ich mich sehr gern, wenn ihr die unten in die Kommentare ja, schreibt. Wenn ihr mehr wissen wollt oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr mehr sehen wollt aus meinem Leben, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!